Moin Leute, heute ein neues Video von uns und zwar einmal wollen wir vorstellen unser bzw. mein ETF-Portfolio. Wir wollen euch ganz konkret zeigen, was für Aktien oder was für ETFs kann man so kaufen, was ist sinnvoll und warum haben wir diese Aktien. Wenn euch diese Art von Video gefällt, liked das Video, kommentiert gern, was ihr von dem Portfolio haltet oder ob euch diese Art von Video gefällt und jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Bevor wir das Portfolio konkret vorstellen können, möchte ich einmal kurz darüber reden, was waren die Voraussetzungen, die dazu geführt haben, dass ich mein Portfolio so aufgebaut habe, wie es ist. Und zwar waren für mich drei Voraussetzungen wichtig. Erstens starkes Wachstum. Ich möchte in 40, 50 Jahren viel Geld haben. Dafür brauche ich eine hohe Rendite, damit das Geld für mich arbeitet und mehr wird. Gleichzeitig will ich aber, und das ist die zweite Voraussetzung, das Geld auch relativ sicher haben. Das heißt, ich will nicht in irgendein Startup investieren, was vielleicht das neue Amazon ist und ich bin Milliardär und viel wahrscheinlicher, das Ding geht insolvent und ich habe gar nichts, sondern das Geld soll schon auch noch da sein. Und die dritte Voraussetzung ist, ich brauche keine Auszahlung. Im Moment so von meinem Lebensunterhalt, ich kann gut leben, ich habe mein Einkommen, aber ich brauche eben keine Auszahlung. Das heißt, die können reinvestiert werden, damit quasi das Geld, was ich verdient habe, reinvestiert wird und weiter für mich arbeitet. Das sind die drei Voraussetzungen, die zu meinem Aufbau des Portfolios geführt haben. Kommen wir jetzt einmal dazu, wie haben wir das konkret vorgestellt, bevor wir die einzelnen Werte, die im Portfolio drin sind, vorstellen. Und zwar die erste Voraussetzung für den Aufbau des Portfolios war es eine hohe Aktienquote. Denn Aktien haben eine durchschnittliche Rendite von fast 8%. Diese hohe Rendite, die deutlich höher ist als bei Anleihen oder Immobilien, wollen wir uns zunutze machen, indem wir viel in Aktien investieren und Anleihen und Immobilien nur zur Risikostreuung ein bisschen mit einbauen. Die zweite Voraussetzung ist eine hohe Diversifikation. Diversifikation bedeutet, dass man in viele einzelne Unternehmen investiert. Und zwar, indem man quasi das Risiko auf ganz viele Schultern von ganz vielen Unternehmen verteilt, ist die Wahrscheinlichkeit, falls ein Unternehmen insolvent gehen sollte, nicht so schlimm für unser Portfolio, denn man hat das Geld bestenfalls in Tausende von Unternehmen gestreut. Das erreichen wir, indem wir in ETFs, sogenannte Exchange-Traded Funds, investieren, die das Geld in ganz viele Unternehmen verteilen, indem sie einen Aktienindex, in einem Aktienindex sind ganz viele Unternehmen gelistet, einfach nachbilden. Damit erreichen wir das Ziel einer Diversifikation sehr gut und auch sehr günstig, denn ETFs haben ganz niedrige Gebühren, sodass möglichst wenig Geld in der Tasche der Banker und anderer Leute landet und möglichst viel Geld in unserer Tasche, denn unser Geld soll ja mehr werden und nicht das von irgendeinem Banker in der Filiale. Deswegen ist auch die dritte Voraussetzung, habe ich gerade schon quasi angeschnitten, passives Investieren. Wir reden darüber, dass wir nicht viel selbst investieren müssen, sondern wir investieren in Aktienfonds, die Aktienindizes replizieren. Das heißt, wir haben wenig Aufwand und einen hohen Ertrag durch niedrige Gebühren. Jetzt wird es spannend, Leute. Nee, Spaß beiseite. Jetzt gehen wir einmal konkret darauf ein, wie ist unser Portfolio aufgebaut und was für konkrete Titel sind da drin, damit ihr auch ein bisschen was anfangen könnt und nicht nur dieses ganze Geschwafel quasi hören musstet. Und zwar die ersten beiden Positionen im Portfolio sind einmal der DAX und der MDAX. Der DAX beinhaltet die größten deutschen Unternehmen und der MDAX die darauf folgenden 50 größten Unternehmen in Deutschland. Und das ist einfach, ich meine, wir kommen aus Deutschland, so ein gewisser quasi, dass man eine Affinität hat zu Unternehmen aus Deutschland, ist, finde ich, nachvollziehbar und man möchte einfach in diese Unternehmen investieren, in Daimler, in BMW, in Volkswagen und deswegen habe ich die entsprechenden ETFs, um quasi in diese Unternehmen investieren zu können. Die zweite oder eine der größten Positionen ist der MSCI Emerging Markets. Das ist ein Aktienindex, der Aktien aus Emerging Markets, also aus den Schwellenländern quasi, beinhaltet, zum Beispiel China oder Indien oder Indonesien, Brasilien, wo man quasi einerseits eine große, eine globale Streuung hat und andererseits auch Unternehmen quasi in die investieren kann, in die man jetzt nicht klassischerweise denken würde, denn wer hat schon Ahnung vom brasilianischen Aktienmarkt? Außerdem ist ein Vorteil im Emerging Markets, dass die Aktienrenditen in Schwellenländern tendenziell höher sind
als in Industrieländern wie Deutschland oder den Vereinigten Staaten. Das heißt, man hat eine relativ hohe Rendite. Allerdings bedeutet das auch bei Emerging Markets, dass die Schwankung relativ hoch ist. Die Aktienkurse in den entsprechenden Ländern sind riskanter und damit schwankungsintensiver als zum Beispiel Industrieländern wie Deutschland oder den USA. Dann auch in Eurostock 50, das ist einfach das gleiche wie der DAX, nur mit Europa. Als nächstes habe ich investiert in den Hamborner und Alstria REIT. Das sind Real Estate Investment Trusts und das sind Aktien von Unternehmen, die Immobilien kaufen, aber nicht handeln dürfen, sondern vermieten. Und diese Vermietungseinkünfte müssen sie ausschütten. Die sind sehr stark reguliert, REITs, was aus Anlegersicht sehr attraktiv ist, weil man kann schlecht verarscht werden, weil es ist alles reguliert und die Unternehmen haben wenig Möglichkeiten, ein irgendwie Schindluder mit dem Geld zu betreiben. Allerdings haben wir da nicht wirklich viel Geld reinvestiert, oder ich, weil Immobilien haben keine wirklich hohe Rendite, sodass das nicht so attraktiv ist für mein Ziel, viel Vermögen aufzubauen. Dazu auch noch als Risikobeimischung den Corporate Bond Large Cap Index. Das sind einfach Anleihen von Unternehmen, von sehr großen Unternehmen, weltweit verteilt. Auch hier Risikobeistreuung, denn Anleihen schwanken weniger als Aktien, sodass man auch in einer schlechten Phase das Portfolio nicht so stark schwankt. Dazu kommt noch als nächste Position, die ich etwas interessanter finde. Das ist der MSCI US Small Cap. Das sind kleine Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Grund, warum ich da rein investiert habe, ist, dass Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung tendenziell höhere Renditen haben als große Unternehmen. Man kann sich das einfach dadurch erklären, dass McDonald's den Gewinn verdoppelt, ist verdammt schwierig. Es gibt schon überall auf der Welt McDonald's-Filialen und dass die den Gewinn verdoppeln, ist ziemlich schwierig. Wenn man allerdings ein kleines Unternehmen ist, in einer kleinen Nische oder in einem aufstrebenden Markt, dann ist das deutlich einfacher. Man stellt sich vor Netflix zum Beispiel vor 10 Jahren. Dass Netflix den Gewinn verdoppelt, ist viel einfacher, weil Netflix damals einen viel kleineren Gewinn hatte und den zu verdoppeln, ist entsprechend auch einfacher. Deswegen haben kleine Unternehmen tendenziell eine höhere Rendite als große Unternehmen, weswegen ich auch mit dem Ziel, viel Geld zu verdienen, in kleinere Unternehmen investiere, beziehungsweise einen Aktienindex, der kleinere Unternehmen widerspiegelt. Dazu kommt auch noch der Index Global Metal and Mining Producers. Das sind im Prinzip Unternehmen, die Rohstoffe wie Kupfer, Gold und so weiter abbauen, also zum Beispiel Vale oder Rio Tinto. Und das ist im Prinzip auch Risikobeisteuung, denn diese Metalle entwickeln sich manchmal antizyklisch zu den Aktienkursen im Rest der Welt. Und antizyklisch bedeutet, wenn die Rohstoffpreise hoch sind, geht es dem Unternehmen gut. Und wenn die Rohstoffpreise sich entgegengesetzt zu Aktienkursen entwickeln, dann reduziert das einfach das Risiko und das Depot schwankt nicht so stark. Dazu kommt auch noch der S&P 500. Das sind die größten 500 Unternehmen aus den USA, beziehungsweise ein Index mit den größten 500 Unternehmen aus den USA. Die USA sind die mit Abstand größte Volkswirtschaft der Welt. Die USA sind mit Abstand der größte Aktienmarkt der Welt. Deswegen gehört aus meiner Sicht in jedes Aktienportfolio ein Index, der die USA beinhaltet. Denn Unternehmen wie Apple, Facebook, Google, General Electric, das sind alles Riesenunternehmen. Und wenn man quasi das Geld breit verteilen möchte, kommt man in den USA schlicht und ergreifend nicht vorbei. Dazu eine aus meiner Sicht auch etwas spannendere Investition, wo ich ein bisschen zu recherchiert habe, ist der Global Water Index. Dieser beinhaltet Unternehmen, die mit Wasser quasi assoziiert werden. Das sind keine Käufer von Wasserquellen, sondern zum Beispiel Hersteller von Pumpen, Entsalzungsanlagen, die Wasserverteilungssysteme organisieren oder betreiben. Das heißt, man kauft hier nicht den Menschen in Afrika das Wasser weg, sondern man investiert in Unternehmen, die sich mit dem globalen Wasserproblem auseinandersetzen. Und ich halte das persönlich für mich für einen sehr attraktiven Markt, denn das Grundwasser in vielen Ländern der Welt sinkt. Das heißt, wir haben immer mehr Bedarf, Wasser zu entsalzen oder wassereffizient einzusetzen. Diese Unternehmen bieten Lösungen dafür. Das finde ich interessant und habe deswegen da rein investiert. Und dazu auch noch als kleine Risikobeistreuung habe ich den Commodity X Agriculture, das Index quasi. Sind einfach Rohstoffe wie Gold, Öl und so weiter, die man
quasi kauft damit, das heißt, man hat ein bisschen Öl im Portfolio. Auch hier wieder, das ist Risikostreuung, die entwickeln sich häufig anders als Aktien. Und damit das Depot nicht so stark schwankt und nicht so ausschlägert, sondern mehr quasi eine stabilere Linie ist, die trotzdem immer noch eine gute Rendite abwirft, habe ich auch da rein investiert. So, das war's auch mit meinem Aktien- oder ETF-Portfolio. Was sagt ihr dazu? Was hat euch gefallen? Was würdet ihr besser machen? Kleiner Einwand vorweg, ich weiß, Deutschland ist relativ hochgewichtet in diesem Portfolio, was allerdings daran liegt, dass ich finde, dass Deutschland ziemlich viele gute Unternehmen hat und deswegen auch Deutschland etwas höher gewichtet habe, als es vielleicht auf der Welt sein sollte. Und wenn euch diese Art des Videos gefallen hat, kommentiert das Ganze gern, liked es und bis zum nächsten Mal.